Hallöchen zusammen, herzlich willkommen hier zurück bei den Amüsiertabletten. Wir spielen im Viertelfinale gegen Chelsea, da dachte ich mir so, naja, normalerweise nehme ich den Cup ja nicht auf, bis wir irgendwann mal so im Finale kommen. Aber gegen Chelsea ist halt doch schon ein Klassiker. Deswegen dachte ich mir so, why not auch mal eben hier ein Pokalspiel zeigen, wenn wir schon so einen klassischen Gegner haben. Wow, na egal. Eine unheimlich wichtige Partie. Man merkt es an der Stimmung, an der Atmosphäre. Hier geht es wirklich um... Legen wir los, wenn das Spiel mich lässt. Lelelelele. Hier sind wieder Wolfsburg und Frank Buschmann für Sie live vom Viertelfinale des Los geht's. Und wir freuen uns auf dieses Spiel. Heute freuen wir uns auf das Spiel Chelsea. Na. Gegen Liverpool. Hier also die Aufstellung des FC Chelsea. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten. Schön mit Thiago. So, und jetzt mit Kimmich. Zurückziehen. Ach. So, mit Alaba mal schön hinterher. So, ja genau. Schön geklärt. Auf Dembélé müssen wir natürlich aufpassen. Na, Fabinho weggerutscht. Ja. Ja, Kimmich hat gut aufgepasst. Fabinho. Arthur. Und Firmino. Firmino. Kimmich. Und Shaqiri. So, Fabinho. Und, oh jawohl. Uiuiui. Der war schön. Wenn auch überhaupt gar nicht so richtig, glaube ich, gewollt. Bam. Wie er den so kriegt, hat's nur Doi. Keine Ahnung. Der war schnell trotzdem. Ja gut, so kann man in Führung gehen. Finde ich gut. Nehme ich mit. Tolisso. Victor Moses. No, müssen wir wieder zurück. Müssen wir nur abblocken. Jawohl, Abstoß. So, Varane. Ja. Ah, da ist Arthur hingefallen. Sonst hätte das was werden können. So, jetzt haben sie den Ball rausgeklärt. Ah, nee. Nein. Oh Gott, habe ich mich verlaufen. Aha. Der Ball ist draußen. Ja, Hauptsache erstmal raus. Und Eden Hazard. Süle. Ein Ball rüber gespielt. Kanté. Kanté. Rafa, durchlaufen lang, Thielemans. Von hinten rein getreten, das wird gelb geben. Ja. Erhebliche Torentfernung, das dürfte keinen Direktabschluss geben. Gute Chance. Kein schlechter Fall. Okay. War doch nicht ungefährlich, dieser Freistoß.
Alter, wie der mich hier unten vernascht, ne? So, Ball raus. Nein. Ach, ich wollte ihn schnell spielen. Aber bei mir ist Schnellspielen nicht immer das Beste. Oh, jetzt habe ich den angeschossen. Oh, jetzt habe ich mit Kimmich den abgeräumt. Das wird auch gelb geben. Ah. Blöd. So, Varane. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Ach, Süle. Kimmich. Halt, Moment. Katze. So. Fabinho. So, jetzt kann ich mit Shaqiri durchlaufen. Oh, Mist. Nein, und dann verlaufe ich mich wieder. Muss ich aufpassen mit Dembélé. Roberto Firmino. Ah, muss abseits gewesen sein, ja. Muss ich auch gleich gucken, dass ich in der Halbzeit wahrscheinlich schon ein bisschen was wechsel. Tielemans. Dembélé. Conte. Ja, Süle. Tielemans, okay. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir wechseln können, weil ich glaube, ich habe Fabinho müde reingeschickt schon. Und da macht es durchaus Sinn, hier vielleicht schon mal zu gucken. Ja, nee, der Fabinho ist noch gut dabei. Kimmich auch. Wir lassen sie noch kurz laufen bis zur 70. In der ersten Hälfte durfte vor allem Liverpool jubeln. Liebe Zuschauer, mal sehen, ob das jetzt auch so weitergeht. Ach, ey. Und Marcelo. Klasse Aktion. Jetzt Firmino. Jetzt wird's gefährlich. War kein Abseits, glaube ich. Ah, Marcelo holt ihn raus. Aber immerhin Ecke für uns. Als Chance natürlich super. Und. Ui. Ja, Arthur hat einen satten Schuss. Das muss aber gerade sehr eng gewesen sein. Jawohl, hat's nur doll wieder, ne? Ja. Sehr schön. Sehr schön vorgemausert. Gute Flanke. Dann der Kopfball rein. Das ist super gemacht. Die Fans freuen sich auch. Und er ist einfach zuerst dran auch. Und das ist eng. Aber bist du mal so. Jetzt müssen wir vielleicht mal die Verteidigung doch ein bisschen. Ja, das fängt schon bei der Vorbereitung an. Und auch der Abschluss ist natürlich absolut gelungen. Da ist die Flanke. Na. Gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Barclay. Tolisso. Und Marcelo. Ja, Kimmich. Bald geht es in der Premier League weiter für Chelsea. Dann geht es zu Hause gegen Burnley. Und da freuen wir uns drauf, immer wieder schön in der Premier League dabei sein zu dürfen. Victor Moses. Ross Barkley. Sie haben den Ball.
Na, gut rausgeklärt. Jetzt ist Platz für den Konter. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da wurde Arthur abgeräumt. Das ist sie, die nächste Partie der Gäste in der Premier League. Wir müssen gegen Wolverhampton run, wenn ich das richtig sehe. Auch der Ball kommt an. Ich laufe mich hier tot, ey. Und Thiago. Alaba. Sie müssen schneller spielen. Dann können Roberto. Oh ja. Sehr gut. 3-0. Beziehungsweise 0-3. Den Ball hat er noch berührt, aber gereicht hat es nicht. Ja, wir werden tatsächlich Oxlade-Chamberlain reinholen. Torwart hier ein bisschen passiv und den Ding ins Gesicht gekriegt. Ich hoffe ja, dass es mit FIFA 20 ein bisschen verbessern. Hier, boing. Nur hinterher gucken. Das ist natürlich blöd. Haben wir nicht vor dem Spiel noch alle gesagt, dass wir hier ein ganz enges Ding erwarten, Buschi? Ja, so kann es kommen. Ne? Da kannst du noch so viel analysieren, kannst Experten befragen. Am Ende, Achtung, ist es die Tagesform. Ja, die Tagesform. So, Chamberlain. Roberto Firmino. Ja, ist auch abgepfiffen worden. Arthur, Wijnaldum. Ach so, ich habe gefoult. Mhm. Macht klar. Ist klar, nie. Habe ich genauso gesehen. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Gut geklärt, das war wichtig. Gut verteidigt, die Hereingabe. Ah, war nix. Eng machen jetzt das Spiel. Gut aufgepasst, da kommt der an den Ball. Nur noch rausspielen auf Kimmich. Jetzt warten hier beide Teams auf den Superpass. Jorginho, Wijnaldum. Schuss! Ah, war nix. Tolisso, auch ein guter Spieler. Überlegt man auch immer so, wen man halt nochmal holen könnte, aber gibt halt auch Spieler, die sind unglaublich teuer und wir haben jetzt ein bisschen was in die Nachwuchsarbeit nochmal reingesteckt. So, mit Kimmich müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, wie wir in die Zweikämpfe reingehen. Jetzt gucken wir mal eben noch, dass wir den dritten Wechsel vielleicht noch hinkriegen. Vielleicht Varane rausnehmen und mal einen Verteidiger bringen, der sonst nicht so viel spielt. Das Ding aber mal voll rauslatzen. Es gibt Einwurf für Chelsea. Da ist die Auswechslung. Die Fans feiern ihn. Kein Wunder. Ja, definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. Das gibt erneut Einwurf. Callum Hudson-Odoi. Nun Firmino. Wijnaldum. Alex Oxlade-Chamberlain. Schießt den rein. Ja gut, das war ein interessanter, netter Schuss, aber mehr auch nicht. Es gibt noch 2 Minuten Umlauf. Ah, wir werden das auf jeden Fall gewinnen. Oh. Und Marcelo. Und da ist der Ball wieder weg. Ja, das war's. Gut gewonnen, gutes Spiel gegen Chelsea gemacht. Halbfinale, das werden wir natürlich dann nicht zeigen. Dann werden wir gucken, ob wir es ins Finale schaffen. Aber ich glaube, das ist sowieso noch ein bisschen hin, bis das gezeigt werden kann. Nichtsdestotrotz, schönes Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Quantschko sagt bis dahin. Haut rein. Tschö mit Ö.